Als nächstes darf ich Ihnen die 7. schriftliche Anfrage der AfD-Fraktion vorstellen, und zwar geht es um das Thema Kinderehe. Wir wollen einfach wissen, inwieweit sind Kinderehen auch im Landkreis Kassel schon ein Thema und möchten dazu nähere Fakten. Denn über eins müssen wir uns im Klaren sein, das Thema ist angekommen. Und das wird auch zu gesellschaftlichen Veränderungen. Es führt zu gesellschaftlichen Veränderungen. Das ging los am 28.09. mit dem HNA-Bericht. Kinderehen in Kassel werden zum Problem. Dann schreibt die HNA, Kassel, die Kinderehe ist in Kassel angekommen. Mit dem Zuzug von Flüchtlingen sind die Behörden häufiger mit der umstrittenen Verheiratung von Minderjährigen konfrontiert. Dieser Satz hat mich gestört. Häufiger mit der umstrittenen Verheiratung von Minderjährigen konfrontiert. Was ist da umstritten? Sowas gehört einfach untersagt. Richtig. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge führt keine Statistik über Kinderehen, sagt ein Sprecher auf HNA-Anfrage. Das war, wie gesagt, am 28.09. Jetzt muss man wissen, am 9.09. hat die Welt berichtet, die Zahlen gehen aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor. Nach der Einreise hunderttausender Flüchtlinge sind in Deutschland 1.475 verheiratete Minderjährige registriert. 361 von ihnen sind sogar jünger als 14 Jahre. Das müssen Sie sich überlegen, jünger als 14 Jahre. Die meisten minderjährigen Verheirateten kommen aus Syrien. Danach folgen Afghanistan und Irak. Jetzt muss ich sagen, schreitet die Islamierung voran. Warum sage ich das? Ein Gericht in Bayern hat eine Kinderheirat für rechtmäßig erklärt. Ja. Weil die Ehe in Syrien geschlossen wurde, wo Kinderehen nach islamischem Recht erlaubt sind, dürfen Maßstäbe des islamischen Rechts auch für die deutsche Gesellschaft gelten? Hält damit die Scharia Einzug in deutsche Gerichte? Es ist zwar eine juristische Entscheidung, aber es geht ja eigentlich um einen kulturellen Konflikt, der hier vorliegt. Kann die deutsche Gesellschaft eine solche Entscheidung wirklich akzeptieren oder mit einer solchen Entscheidung leben? Nein, kann sie nicht. Es geht um einen kulturellen Konflikt, und wir haben jetzt natürlich eine ganze Reihe von ähnlich gelagerten kulturellen Konflikten auszutragen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wir müssen festlegen, in welche Richtung unsere Gesellschaft gehen soll. Und meiner Meinung nach müssen wir uns sehr klar orientieren an den Menschenrechten und auch an den Rechten für Frauen. Und dazu gehört eben nicht, dass man Minderjährige, 8, 9, 10, 11-Jährige, die sich eben nicht der Tragweite einer solchen Entscheidung klar sein können. Minderjährige stehen unter einem besonderen gesetzlichen Schutz und haben eingeschränkte Rechte und Pflichten. Es darf nicht sein, dass man Minderjährige schon heiraten lässt oder dass man zustimmt, dass sie verheiratet werden. Wir haben jetzt durch die Flüchtlinge aus Syrien, aber auch aus anderen Ländern, sehr junge Ehepaare. Die Mädchen sind zum Teil an sehr viel ältere Männer verheiratet worden. Und übrigens nicht nur als Erstfrau. Es gibt ja auch eine Zweite und eine Drittfrau. Da werden mittlerweile tun ja die Gerichte darüber auch schon entscheiden. Wir brauchen die klare Orientierung an den Menschen- und Frauenrechten. Der Vorrang des Kindeswohls sowie die Gleichbehandlung von Mann und Frau sind Grundsäulen unserer Gesellschaft und unseres Werteverständnisses. Die Verheiratung von Kindern ist damit absolut unvereinbar. Darf ich dazu nochmal was sagen? Ich stelle mir das jetzt aus der Sicht dieser jungen Mädchen vor. Und dann sage ich, wenn jetzt ein Mädchen 12 oder 13 ist und wird mehr oder weniger zwangsverheiratet, dann ist das eigentlich für mich die pure Versklavung einer Person. Die pure Versklavung eines jungen Menschen. Da sind wir bei der gleichen Gleichgültigkeit, die wir eben schon hatten, in dem Bereich, wenn die unbegleiteten jungen Flüchtlinge nicht mehr auffindbar sind. Das ist eine unglaubliche Gleichgültigkeit, die dort gegenüber diesen jungen Frauen, die durchaus auch zu Hause eingesperrt werden, ich kenne das zum Teil aus verschiedenen Bereichen, das kann man nicht akzeptieren in unserem Land. Es ist nicht akzeptabel, dass junge Menschen nicht ihr Lebensglück in die eigene Hand nehmen können, und dazu gehört Schulbildung, dazu gehört die Möglichkeit zur Schule zu gehen und dazu gehört die Möglichkeit der freien Entfaltung, und das ist Grundgesetz. Und dass dieses Grundgesetz aufgrund einer Religion hier massiv gebrochen wird, indem man das anerkennt, das ist für mich überhaupt nicht tragbar. Wer bitte soll jetzt sagen, dass diese jungen Frauen sich nicht frei entfalten können, weil man sagt, du wohnst jetzt bei diesem Mann zu Hause und dieser Mann kann über dich bestimmen. Das dürfen wir in Deutschland nicht zulassen, da bin ich der ganz festen Überzeugung, dass das nicht funktioniert. Wenn Gerichte das so akzeptieren,
ich bin jetzt kein Mensch, der Justiz sonderlich zugewandt ist und der da so viel Ahnung von hat, aber den Namen Richter trage ich und ich habe so ein bisschen Gerechtigkeit zu empfinden, ja, und kann sagen, das ist für mich überhaupt nicht verständlich. Diese jungen Menschen so allein zu lassen und ihnen nicht die Gelegenheit zu geben, sich selbst dann auch zu entfalten und zu sagen, okay, du bist jetzt zwangsverheiratet, du kannst aber jederzeit hier rausgehen und kannst dich in der Gesellschaft frei entwickeln und kannst dein eigenes Leben beginnen zu leben. Und wenn wir das nicht machen, dann haben unsere gesellschaftlichen Werte, die wir in Deutschland haben, überhaupt nichts mehr zu bedeuten. Ja. Was uns halt auch immer... Habe ich auch gesehen. Ja. Was sagen denn die deutschen Gesetze klipp und klar zu dem Thema? Da hast du dich ja mehr mit beschäftigt, ne? Es ist erlaubt ab 16, wenn die Erziehungsberechtigten einverstanden sind. Genau, ich habe mich gelaufen. Ich habe mich gleich 18. Ich musste auf das Jugendamt. Das Jugendamt muss auch zustimmen. Das Jugendamt muss Zustimmung geben. Die Eltern müssen zustimmen. Und Eltern müssen zustimmen. Und ohne das gibt es überhaupt nichts. Da haben Sie vollkommen recht mit. Und da sehen wir natürlich die Gefahr, dass geltendes deutsches Recht unterlaufen wird. Genau. Und das darf nicht sein in einem Recht. Das ist einfach nur die richtige Gefahr. Ich bin jetzt mutig. Ganz kurz, der Islam begründet das damit, weil Mohammed hatte ja auch minderjährige Frauen. Und diese minderjährigen Frauen mussten Kopftuch tragen, dass sie nicht erkannt werden. Ist richtig. Aber andersrum gesehen, sind die Gäste in Deutschland. Also muss ich mich als Gast im Endeffekt nach den Rechten benehmen. Das Gastgeberland, das ist richtig. So ist es. So, also da kann ich nicht sagen im Endeffekt, ja, ich bin zwar hier jetzt, ich will Hilfe von euch, aber mein Gesetz im Endeffekt ist meins und nicht eures. Das ist halt immer ganz das wichtig. Ist halt immer ganz wichtig. Wenn ich ins Ausland gehe, egal wohin, und benehme mich wie die Axt der Weide und mache das, was ich will, dann weiß ich nicht, was mir da passieren wird. Vollkommen richtig, es ist halt ganz wichtig, dass wir trennen, dass das definitiv nicht alle sind, dass das nicht alle sind, die zu, das ist gar keine Frage, aber, genau, vollkommen richtig, aber dass das sicherlich ein Anteil ist der zu uns Kommenden und mit dem Problem müssen wir uns natürlich befassen. Ich hatte jetzt dort hinten auf der Rednerliste. Ich habe da mal eine Frage, das für mich als normalen Bürger, ja. Macht sich da eine riesen Ohnmacht bei dem Thema. Da kommen die hierher, die machen, was sie wollen. Wo wird denn überhaupt entschieden, oder wer macht die Gesetze, dass sowas geändert werden kann? Und wie können wir in der Zukunft als Bürger was tun, dass es eben nicht so läuft? Werden die Gesetze in den Kommunen gemacht? Werden sie in Ländern gemacht? Ich höre gerade Bayern. Bayern macht was die anderen nicht machen. Oder werden die im Bund gemacht? Und wie kann man da was dagegen tun? Wir nehmen das zur Kenntnis. Wir wissen es alle, wir wissen wie viel, wir wissen wie die armen Mädel leiden letztendlich, aber was sollen wir tun? Das wäre vielleicht mal ganz gut zu besprechen. Wir haben ja unsere Gesetze, die Gesetze sind ja da. Wir müssen uns nur stark machen, dass diese Gesetze eingehalten werden. Und da braucht man entsprechend auch von einer Regierungsverantwortung, die dahinter steht. Und keine, ich sag mal, grün-link-versifften Richter, die 1968 noch auf die Straße für Ho Chi Minh demonstriert haben und die sprechen heute Recht. Das ist unser Problem. Ja, das stimmt. Die Gesetze sind da, sie müssen nur angewandt werden. Wir haben vernünftige Asylgesetze. Das ist alles wunderbar geregelt. Aber die Abschiebung wird an, das Gesetz wird nicht angewandt. Das kümmert sich keiner drum. Das ist gerade auch das Problem. Das ist ja beispielsweise, was der Hermann Schaab angesprochen hat, ist ein Urteil des Oberlandesgerichts dort in Bayern. Und das Urteil wurde definitiv so gesprochen. Wir müssen jetzt halt dafür sorgen, dass eigentlich wieder deutsches Recht angewandt wird und dass dieser Interpretationsspielraum wirklich ein Interpretationsspielraum ist und nicht eine komplette Veränderung eines Gesetzes. Weil wenn das Gesetz ganz klar sagt, und das haben wir ja gerade durchgesprochen mit den 16 Jahren, dann ist das Gesetz. Und dann kann es nicht sein, dass wir das unterlaufen in dem Moment. Also ich sage dazu jetzt nochmal was. Wir als einfache Fraktion im Kreistag ändern daran natürlich nichts. Was wir aber tun ist, es in solchen Runden wie hier ansprechen. Was mit Sicherheit geschieht, ist, dass es die Medien schreiben. Wie auch immer sie schreiben es. Das heißt also, das Bewusstsein der Menschen und die Aufgabe der Menschen in einer Demokratie ist es dann, sich zu überlegen, welche Partei und welche Menschen wählen wir denn beim nächsten Mal. Und in dem Moment kann man eigentlich nur sagen, die Veränderung findet nicht bei uns statt. Wir können nur darauf aufmerksam machen, die Veränderung findet bei Ihnen statt und bei dem, wie Sie in Ihrer Gesellschaft und in Ihrem Umfeld wirken.
Dann noch mal was zu dem Gesetz. Ich glaube, keiner von uns hat was dagegen, wenn ein 19-Jähriger sich in eine 16-Jährige verliebt, die Eltern einverstanden sind und die beiden dann vielleicht heiraten. Vielleicht nicht die beste Idee, aber ich glaube, da wird keiner von uns sagen, komm, ne? Also das ist aber was anderes. Wir reden ja hier von Zwangsverheiratungen mit mehreren Frauen, mit Kindern. Wir reden hier ja von, für mich, ich sage das ganz offen, wie ich es empfinde, für mich ist das ein Verbrechen. Also es ist ein Verbrechen an den jungen Menschen. Ich wüsste nicht, wie ich das anders nennen soll. Und das hat also nichts damit zu tun, wie was bei uns der Gesetzgeber eventuell mir erlaubt, dass ein 19- oder 20-Jähriger vielleicht eine 16-Jährige heiratet. Das ist eine ganz andere Sache. Da entfaltet sich ja die junge Frau dann auch weiter persönlich und der Mann nimmt den Einfluss auf die und sagt ihr, was sie zu tun und zu lassen hat. Und dagegen wehre ich mich. Ich wehre mich dagegen, seitdem ich eigentlich schon in der Schule war, dass mir andere sagen, was ich zu tun und zu lassen habe und was ich zu denken oder nicht zu denken habe. Ich erlaube das jedem anderen, genau wie mir auch. Soll bitte jeder für sich selbst denken, was er für richtig hält und was nicht. Und Demokratie, wenn wir auch mal Oberkreuz sind, stimmen wir es ab. Ende. Das ist das, wie wir damit umgehen. Und das ist halt auch so, wie dann im Prinzip wir wirken können, um dann hinterher irgendwas an Einfluss zu nehmen. Genau. Hatte ich jetzt. Sie haben noch hier vor, hier erstmal. Ja, wenn ich da gleich noch kurz hinzufügen darf, es geht gleich einen Schritt weiter, aber ich sehe da schlimme Tendenzen kommen. Wenn wir mal zurückgucken, auf den europäischen Binnenmarkt seit 1979 das Cassis-Dijon-Prinzip gilt. Was sagt das? Ein kleiner, ganz kleiner Exkurs. Ein Produkt, was in einem Mitgliedstaat legal ist, ist deswegen in der ganzen Europäischen Union legal und darf verkauft werden. Da gibt es diesen Präzedenzfall, Cassis de Dijon. Nun, Syrien ist meines Wissens nicht in der Europäischen Union. Wenn wir jetzt Gesetze, die dort gelten, hier innerhalb Deutschlands einfach durchwinken, dann sehe ich da ganz nachhaltige, negative Tendenzen kommen. Denn das wird natürlich dann reproduziert an anderen, wenn es an einem Landesgericht, in dem Fall wohl in Bayern, durchgewunken wird, wird es die Runde machen. Das ist ein ganz, ganz gefährlicher Prozess, der im Keim erstickt werden sollte. Also da ist aber was, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja nicht so, dass das Gericht sagt, das darf jetzt in Deutschland jetzt auch geschehen, sondern sie übernehmen, sagen, das ist aus Syrien jetzt so passiert und das übernehmen wir so. Ja. Das ist also dann insofern jetzt kein Vergleich in dem, was Sie jetzt gesagt haben, was da in der EU mit eingesetzt ist. Also ich glaube, da unterscheide ich dann schon. Aber ja. Wie heißt so schön, mit dem kleinen Finger zeigt er den da gleich den ganzen Arm. Die Gefahr daran ist halt gegeben, dass es irgendwann gesellschaftliche Akzeptanz ist. Und das ist nicht zuzulassen. Und ich sage es nochmal, hier geht es nicht darum, irgendeinen Glauben zu diskreditieren. Die Menschen können glauben an was sie wollen. Hier geht es einzig und allein um diese jungen Menschen und um deren Zukunft. Und um nichts anderes. Und dass wir das nicht ihnen verwehren können. Es sind dann halt auch fadenscheinige und abstruse Argumente zu behaupten. Und so war es, glaube ich, neulich im FAZ oder Weltartikel. Die wären ja jetzt verheiratet und wie schlimm wäre das denn für das Mädchen jetzt, die beiden auseinanderzureißen? Ich frage mich da ganz ehrlich, was ist schlimmer, mit einem vielleicht 30, 40, 50-Jährigen als 14-Jährige zu verheiratet sein oder wieder auseinandergerissen zu werden und in Deutschland ein einigermaßen normales Leben zu leben? Und da tendiere ich definitiv zu zweiterem, dass das deutlich besser ist. Ne? Deswegen, also wir müssen dafür sorgen und wir sind halt die Kraft in den Parlamenten. Es gibt ja genügend Organisationen, die sich auf den Straßen engagieren für Demokratie. Wieder. Da gibt es genügend vernünftige Leute, die sich dort engagieren. Nur wir versuchen halt als AfD, wir sind keine Bürgerbewegung auf der Straße, wir sind eine Bürgerbewegung, ihr Arm in das Parlament und wir versuchen natürlich in den Parlamenten was zu verändern. Und wie das Volker schon richtig angesprochen hat, im Kreistag ist da natürlich die Handlungsmöglichkeit geringer, als das im Landtag oder im Bundestag der Fall ist. Deswegen ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir im nächsten Jahr 2017 mit einem sehr, sehr guten Ergebnis in den Bundestag kommen. Wenn ich darf mal, mir geht eine Sache noch durch den Kopf, die ich noch nicht richtig einordnen kann. Zum einen ist es natürlich dieser Fall, dass diese 12, 13, 14-Jährigen verheiratet sind. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass unser Oberlandesgericht in Bayern ein Urteil darüber spricht und das akzeptiert gegen unsere Gesetzlichkeiten. Also von daher haben wir doch eigentlich einen Straftatbestand dieses Gerichtes vorliegen.
Und dagegen müsste doch eigentlich ein Staatsanwalt wiederum aktiv werden, nach meinem Verständnis. Also irgendwie verstehe ich da unser System nicht ganz, weil diese Regulierung da irgendwie nicht greift. Oder können Sie mir da eine Erläuterung geben? Ich stimme Ihnen da 100% zu. Das Gericht sagt, islamisches Recht gestattet das. Deutsches Recht lehnt es ab. Und wir machen jetzt einen Mischi-Maschi-Kompromiss. Das ist für mich ein fauler Kompromiss. Also es ist ein Rechtsbruch gegenüber unserem Rechtssystem, gegenüber unseren Zuständen, gegenüber unserem Gesetz. Das kann doch nicht sein. Offiziell sind Sie nicht verhalten. Genau so ist es. Bitte, nochmal. Entschuldigung, das war eine Einzelfallprüfung, ja. Das ist ja keine allgemeine Prüfung, das war eine Einzelfallprüfung. Genau. Also ich bin müsste man wissen, was hinter der Einzelfallprüfung noch steckt. Genau, aber genau so ist es. Aber das Problem ist ja jetzt, Einzelfallprüfung, das ist dann ein Präzedenzfall. Genau. Der Gericht genau berufen so sich wieder darauf und so zieht das dann Kreise. Ne? Genau, das ist schon vollkommen richtig. Also es ist ein guter Einwand, muss ich sagen. Es ist sicherlich nicht so, dass die Gerichte plötzlich islamisches Recht auf alle hier anwenden und dass es plötzlich geduldet wird. Vollkommen richtig. Aber wollen wir Einzelfälle, und oft werden ja auch gesellschaftliche Großphänomene plötzlich zu Einzelfällen erklärt, wollen wir die akzeptieren oder wollen wir uns dagegen sträuben? Und ich sträube mich da bereits gegen Einzelfälle, aber vollkommen richtig, man muss sicherlich die Hintergründe hinter so einem Gerichtsurteil dann sehen. Wir müssen natürlich gucken, was passiert in Zukunft. Also jetzt passiert sowas in Stuttgart, jetzt passiert sowas in Hamburg und da gibt es dann dieselbe Entscheidung. Dieselbe Entscheidung ist ja ein Einzelfall, ich berufe mich auf das Gerichtsurteil des anderen Oberlandesgerichts. Wir müssen natürlich als Politiker, vor allem als verantwortungsvolle Politiker, auch nachhaltig in die Zukunft gucken. Wir können ja nicht die Zukunft einfach vonstatten gehen lassen. Wir müssen ja gucken, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft. Aber welche Tendenz. Wir dürfen uns nicht in diese Zukunftsprognosen, die wir noch nicht haben, verstricken. Deswegen ist der Kern der Anfrage, erstmal zu erfahren, wie viele sind im Landkreis. Das war ja die Ursache dessen, worüber wir jetzt diskutieren. Der Kern war ja diese Anfrage und ich denke, wir werden diese Anfrage beantwortet kriegen und dann sitzen wir in einem anderen schönen Ortsteil im Landkreis Greifswald und diskutieren darüber wieder. Genau so ist es. Und dann halt auch gestaffelt nach Alter. Genau. Das ist jetzt erstmal die Anfrage. Also beispielsweise das, was uns immer vorgeworfen wird, Populismus oder generell, wir würden einfach zur Tat schreiten, ohne großartig Informationen zu haben, ist eben nicht der Fall. Also wir haben eine Anfrage gestellt, die ist nach Jahren gestaffelt. Er will sie gleich noch vorstellen, kurz. Nach 2013, 2014, 2015, 2016, nach Alter, nach Herkunft. Und dann können wir uns überlegen, wie wir aktiv werden. Kleinen Moment. Gerade mal die Anfrage im Wortlaut vor. Sehr geehrte Damen und Herren, die AfD bittet um Beantwortung der folgenden Fragen. Bestehen im Landkreis Kassel der Kreisverwaltung bekannte Kinderehen, mindestens eine minderjährig verheiratete Person? Wenn Kinderehen bestehen, wie viele Kinderehen unter 18 Jahren bestehen und wie viele unter 14 Jahren? Gibt es bekannte Fälle, dass Kinderehen im Landkreis Kassel auch widerrechtlich geschlossen wurden? Wenn es Kinderehen im Landkreis Kassel gibt, wie viele Kinderehen bestanden 2013, 2014, 2015 und bestehen Stand der Anfrage im Jahre 2016? Welcher Herkunft sind, sofern Kinderehen bestehen, die verheirateten Paare? Bitte aufteilen nach Staatsangehörigkeit der Ehepartner. Hat der Landkreis Kassel, sofern Kinderehen bestehen, schon irgendwelche Maßnahmen getroffen, um sich dieser Thematik zu widmen? Das war die Anfrage im Wortlaut. Hier vorne war noch eine. Ja, das war eigentlich gerade meine Anfrage, dass man gleich dazu fragt, wie wird damit umgegangen jetzt? Genau. Da gucken wir halt in unseren Anfragen immer, dass wir sowohl eine Bestandsaufnahme machen, wie sieht's aus, wie sah es in den letzten Jahren aus, und dann ist schon überhaupt aktiv geworden. Wir hatten es ja beispielsweise.